Hallo und herzlich willkommen zurück bei Avatar Frontiers of Pandora, wo wir uns aktuell in schwindelerregender Höhe befinden. Denn in der letzten Folge haben wir uns hier an dem Blümchen da eine schöne neue Fähigkeit gegönnt. Und ja, für diese Folge habe ich jetzt erstmal geplant, dass wir, was man nicht von hier oben sieht, irgendwo dort unten ist ein Türmchen, also einer der Verschmutzungstürmchen. Den möchte ich einmal machen und dann haben wir dort, gar nicht so wahnsinnig weit weg tatsächlich, noch eine Nebenquest, nämlich die mit dem schwarzen Wind, dem Sturmgleiter, der sein Unwesen treibt und sehr böse ist, und das hier wird doch nichts. Das wird nichts. Ich kenne das Spiel mittlerweile. Ich weiß, wenn ich jetzt hier versuche, runter zu gehen, ohne dabei zu sterben, sterbe ich. Denn das hier ist zu hoch, also nicht hoch genug, sage ich mal, um unsere Ikran zu rufen. Aber es ist definitiv hoch genug, um zu sterben. Deswegen gucke ich mal, ob ich hier einen einigermaßen okay seienden Weg nach unten finde. Was zum Henker ist das Riesending da vorne? Ich will es gar nicht wissen. Ich werde sterben. Ich möchte nicht sterben. So. Das sollten wir überleben. Hoffe ich. Sehr gut, wir haben es überlebt. Dann einmal hier hin. Und nicht dorthin. Nun ja, gut. Ach, wisst ihr was? Wir versuchen was. Das sollte ja wohl klappen. Na also. Das war eine gute Stelle. Also nichts wie nach unten. Wohin auch immer. Ach, da! Da ist der Bums. Wo ich hin möchte. Seht mal an. Ich höre Hubschrauber. Hörst du mich? Die Karne Tiere-Heilerin ist hier. Wow. Anufi. Klar, natürlich. Sie ist sehr außergewöhnlich, oder? Sie kam hier so reingeschwebt. Total majestätisch. Sie hält uns wohl für ziemlich stümperhaft. Sie hätte unsere alte Basis sehen sollen. Diesmal wird es anders. Da funkt uns einfach mal kurz unsere Hauptquest dazwischen. Ist aber okay. So, ich wurde leider entdeckt. Es tut mir fast leid, aber halt auch nur fast. Oh Gott, das war ja voll daneben. Hilfe! Da auf zu rennen, Kollege. Einfach sterben, das reicht mir schon. Ich hoffe, hier hat keiner einen Raketenwerfer. Oh Gott. So, stirb doch einfach, Kollege. Wo ist denn hier noch einer? Irgendwas beschießt mich hier noch. Mehrere beschießen mich da noch. Okay, einmal er hier. Wo denn noch? Ich bin überfordert. Warte mal. Also ernsthaft, ich bin überfordert. Wo sind die denn? Nee, ich sehe dich wirklich nicht kommen, Kollege. Wo bist du? Ach! Nee, warte. Da! Viech, wie wär's, wenn du dich bewegst? So, weg. Schön. Dann haben wir noch genau ihn hier. Sag mal, jetzt schwebt mir doch hier nicht aus dem Bild. Dann kriege ich dich doch nicht. Nein! So, wo ist der letzte? Da hinten. Kann ich von hier aus vielleicht? Reicht das? Nö, interessiert die Person nicht. Aber ich glaube, ich muss mal an die Person hier näher ran. Wow! Warte mal. Kontraproduktiv, kontraproduktiv. Das ist hier gerade alles sehr kontraproduktiv. So, Sterbi. Das waren sie. Also die Leute hier. Da kommt unheimlich viel Rauch raus. Finde ich nicht gut.
Aber hier müssen wir hin. Okay, dann mal nichts wie Randa. Und dann... Genau, müssen wir hier den Bums ausschalten. Den Bums ausschalten, so. Und danach den anderen Bums nämlich ausschalten. Den da hinten. Hallo? Da. So, wunderbar. Und dann haben wir das und fertig. Das war die kleine Basis, ein Träumchen. Die gehen mittlerweile wirklich sehr schön schnell, wenn man ja, die Gegner im Fliegen ausschaltet. Etwas, das man auf jeden Fall gut machen kann. Immer die Gegner bei sowas im Fliegen ausschalten, solange da keine Flugabwehrtürme stehen. Was ist denn das für ein Geräusch hier gerade? Das klingt, als wäre da gerade so ein Sturm am Wüten. Aber da ist gar kein Sturm. Hä? Gut. Wir ignorieren das mal. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt weiter in Richtung unserer Nebenquest. Und schauen mal, ob es uns dabei zerlegt oder nicht. Weil ich bin mir unsicher. Wir müssen das Tier töten. Ich weiß aber offen gestanden wirklich überhaupt gar nicht, ob es nicht eher uns töten wird. Ich habe die Befürchtung, es ist nämlich das, was da gerade oben rumfliegt. Das da, 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 das da, da. Und sowas hatten wir schon mal und das ist nicht gut ausgegangen für uns. Denn sobald uns das Viech einmal in den Krallen hatte, waren wir sofort instant tot. Und ich mag instant Tode nicht. Ich mag die instant Tode sogar gar nicht. Deswegen schleiche ich mich jetzt ganz zärtlich an. Und treffe nicht. Weil ich es nicht kann. Nie. Den treffe ich aber. Guck. Und er mich auch. Er mich auch. So. Weg. Ist weg. Sehr gut. So, und das dürfte das Viech auch sein, denke ich. Das ist mit ziemlicher Sicherheit das Viech, der schwarze Wind. Scheiße daneben. Scheiße daneben. Nein, ich bin so schlecht im Zielen. Ich bin da schon viel zu nah dran. Sag mal. Ich brauche neue Pfeile. Nein, das hat mich entdeckt. Okay. Ich glaube, das Viech schmeißt mich runter von meiner Ikran. Das kann ja was werden. Und mit was meine ich nix? Okay, ich bin hier. Das ist ganz wundervoll. Hallo. Wo ist das Viech hin? Warte mal. Jetzt ist es unter mir. Warum ist es jetzt unter mir? Ich meine, ist ja schön und gut, aber warum ist es jetzt unter mir? Ist es nicht mehr unter mir? Es ist viel zu schnell für mich. Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das ist gerade kurz geglitscht. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich bin mir sehr sicher, ich will das hier nicht. Weil ich treffe das Vieh doch nie im Leben. Sag mal, jetzt hör auf, Viech. Ja.
mir leid, Schwester des Winds. Dein Leiden hat ein Ende. Deine Seele ist bei Ewa. Ja. Es war kein sauberer Kill und es war leider auch nicht gnädig. Sie ist tot. Bist du okay? Ich weiß nicht. Ich hatte keine Zeit nachzudenken. Sie hat nicht gezögert. Das hat geholfen. Aber jetzt... Jetzt ist sie bei Ewa. Priya sagte, die Menschen machen das ständig. Probleme lösen, die sie selbst verursacht haben. Ihr Plan ist schießen, vergiften, attacken. Und sie fragen sich nie, warum das nötig wurde. Sie dürfen Pandora nicht zerstören wie ihre eigene Heimat. Ich schick dir was. Oh, sie schickt mir was? Und ihren Kampf so würdigen, damit wir Schwarzer Wind nie vergessen. Abgeschlossen. Okay, aber was will sie uns denn schicken? 5 Ersatzteile, das ist freundlich. Und Skillpunkte. Die müssen wir, oh Gott, ausgeben. Wir haben mal wieder 7 Stück. Wo die herkommen, ich weiß es doch auch nicht. Was nehmen wir denn dafür, sag mal? Davon brauchen wir eigentlich nichts. Was ist hier? Effektdauer und Reichweite von Sirenenkapseln werden erhöht. Ja, schön. Und Ads-Bomben. Aber das brauchen wir, das nutzen wir ja auch nicht. Okay, wir machen mal das hier. Ruhigere Hände. Fürs Sammeln. Aus Gründen. Ich weiß es auch nicht. Was ist hier? Ja, Effektsteigerung durch gekochtes Essen können wir mitnehmen. Weitere 25%. Ja, okay, wir können ja auch mal gucken, was haben wir hier überhaupt. Die Erinnerungen an Reiterin haben wir ja irgendwie sehr vernachlässigt, beziehungsweise wir nutzen es halt einfach nie. Erhöht die Energie, die deine Ikran durch das Fressen von Fischen erhält. Das ist ganz toll. Die Ausdauerkosten deiner Ikran für Manöver wie Fassrollen und Flugschübe werden halbiert. Das nutzen wir halt leider auch nie. Energie wird erhöht. Flugangriff. Dann gehen wir mal darauf, würde ich sagen. Also wir nehmen das einmal mit. Und dann sparen wir auf den Flugangriff, was ich wahrscheinlich sehr bald auch wieder vergessen werde. Aber egal. Und dann im Endeffekt, hier ist alles nur Sammeln, Sammeln. Ja, Stufe 20, das Ding, das wir da machen müssen, das machen wir nicht. Noch nicht, falls wir es überhaupt machen. Hier wilder Jäger, ich habe keine Ahnung, wo wir dafür hin müssen. Vertraute Echos, besiege mehr RDA-Posten. Ja, und ansonsten haben wir halt noch Erkundungen. Und die lasse ich, wenn ich ehrlich bin, mal so ein bisschen außen vor. Weil das ist halt eigentlich alles so Sammelgedings. Und ich weiß nicht. Muss ja nicht. Oder? Eigentlich muss das nicht. Komm, wir machen mal Hauptquest. Wir machen die Hauptquest. Ach, und das ist das Ding, das wir sehen. Da waren wir ja schon. Was mich äußerst sehr stark freut im Übrigen, dass wir da schon waren. Und dann... Wo müssen wir eigentlich hin? Warte mal, wo war nochmal unser Lager? Ich hab's vergessen. Ach so, ja, weil wir so einen Meerhirsch jagen müssen. Stimmt, wir brauchen noch das Viech. Warte. Jagdbuch. Typ Wildtiere. Meerhirsch. Ich muss erstmal wissen, wie die Viecher aussehen. Und wo es die gibt. Meerhirsch da. Ach, die sind das. Okay, Festhalteplätze alle voll. Ich mach den Bums hier mal weg. Wir machen den Bums da mal ran. So, Meerhirsch. Jetzt habe ich nicht gelesen, wo es die gibt. Ich bin ein Held. Und ich habe ein Gedächtnis wie ein Sieb. Mit Glück. So.
meist auffindbar im Weißmooswaldbiom des verhangenen Waldes. Und seltenere findet man oft in Herden im Weißmooswald. Okay, Weißmooswald. Karte. Weißmooswald. Weißmooswald? Purpurroter Wald. Wo ist denn der Weißmooswald? Weißmooswald? Der Schnitt? Ja, wo ist Weißmooswald? Wo ist der? Wo? Wo ist der Weißmooswald? Ich weiß es nicht. Hä? Och, komm schon. Wo ist denn der Weißmooswald? Hier ist der Schnitt. Schattenwald. Ich guck gerade alles an. Ich find's nicht. Also ich behaupte mal gar nichts, weil ich absolut keine Ahnung habe. Himmelsstufen. Wo ist denn hier was Größeres, was wir noch nicht aufgedeckt haben? Da ist was Großes Böses. Da will ich nicht hin. Weißmooswald. Ich weiß es doch nicht. Ich gehe mal hier hin. Ich weiß auch nicht. Ich versuche mal mein Glück. Vielleicht. Ja, weiß auch nicht. Vielleicht haben wir ja Glück. Wir haben die Viecher ja markiert. Das heißt, die müssten ja hervorgehoben werden. Irgendwie. Wenn wir das Glück haben, sie zu treffen. Und ich bin der Meinung, wir haben die Viecher ja schon oft gesehen. Nur jetzt, wo wir sie suchen, werden wir sie nie wieder finden. Mit Sicherheit nicht. Da sind Viecher, aber das sind doch nicht die, die wir brauchen, oder? Also bin ich jetzt mal versucht zu behaupten. So. Wie? Das war kein sauberer Kill? Leck mich. Entschuldigung, aber das war ja wohl der sauberste Kill, den ich in meiner ganzen Laufbahn hier jemals hingelegt habe. Der Kill war ein Traum. Und es ist ein Meerhirsch. Wieso versteckt? Warum ist der versteckt? Warte mal. Warum bist du versteckt? Hä? Was soll denn der Bums? Warum? Es ist das richtige Tier, aber warum ist es versteckt? Hä? Ich war. Warum? Aber ich habe ihn doch getötet. Ich bin verwirrt. Warum ist es versteckt? Untersuchen? Schleier. Parasitäre Schwarmkreaturen, die sich über jeden Kadaver hermachen. Okay, warte, warte. Ich muss nochmal im Jagdbuch lesen. Wie werde ich die denn los? Steht das da? Die verbleibenden Schilde haben ein besonderes Muster und werden in den Todesritualen der Kametiere verwendet. Sie werden mehrere Male über die Toten gehalten und dann hochgehoben. Begleitet von An und bla bla bla. Ja. Okay, schön. Da stand jetzt aber nichts von wegen, wie man das befreit.
Das Viech. So ein Rotz, ey. Was soll das denn? Ich muss einen Meerhirsch jagen. Das verstehe ich und das ist okay für mich. Sitz, ich bin nett. Du wahrscheinlich gleich nicht mehr. Ach, jetzt komm. Das war nicht erfolgreich. Das war überhaupt nicht erfolgreich. Ich vermisse es, dass man ausweichen kann. Dachtest du dir so? Aber ich will es gar nicht töten. Lass mich zu Atem kommen. Oh, ich hab's getötet? Ist es verblutet? Ich hoffe nicht. Das wäre ja nicht gut. Und da sind jetzt instant diese Viecher. Nein! Und da wächst der Bums. Versteckt. Och Mann! Diese Drecksviecher. Aber wie soll ich das denn anstellen, dass ich... Weil diese Viecher hier gibt's ja nur hier. Also wie... Wie mache ich denn das? Hä? Ich verstehe es nicht. Also ich verstehe es wirklich nicht. Vielleicht muss ich das einfach ganz schnell machen. Also so schnell, dass die Viecher keine Zeit haben zu kommen oder so. Aber dann sehen mich die Tiere ja, die ich jage. Und vielleicht besteht genau darin der Bums. Der Bums des Schaffens oder so. Nein, 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 komm, komm, komm. Danke. Hab's gesammelt. Für die Gaben. Ich verspreche, ich nutze es gut. Du wirst viele Leben retten. Wirst du. Versprochen. Guck mich nicht so traurig an. Guck mal, wie es guckt. Und der Mund. Ich gebe zu, es sieht irgendwie ein bisschen bescheuert aus, aber irgendwie auch ein bisschen süß. Es tut mir leid. Insekten, ihr könnt es jetzt verdecken. Kommen die jetzt noch? Nee. Ich hab's entweiht. Die Insekten wollen es nicht mehr. Schade. Na gut, haben wir das? Und jetzt müssen wir zum Widerstand zurück. Der da war hier. Schnellreise. Nehmen wir mal die gute alte Schnellreise. Schulter runter. Hallo. Du leuchtest sehr hübsch. Hey, nein, da ist eine Kiste. Denk doch mal nach, komm schon. Es wäre so cool, einen Avatar zu haben. Einfach ohne Maske rumzurennen. Ha, während man die größtmögliche Zielscheibe auf dem Rücken hat, Bilder von einem bei Zielübungen aufgehängt werden? Ach, du weißt schon. Sehr freundlich, die man Jungs, wie sie da reden. Soll ich etwa glauben, das würdest du nicht, wenn du die Chance aber gut, soll uns egal sein. Wir können eh nichts dagegen tun, dass wir eine riesen Zielscheibe auf dem Rücken haben. Wir gehen erstmal hier rein und schauen, was die gute Anufi mit unseren Freunden anstellt und was wir machen können. Schau mal, ob du etwas findest. Hallo, wo muss ich hin? Da muss ich hin. Okay.
Jemanden zu verlieren ist nie leicht. Glaub mir. Ich trinke gerade einen Tee. Nur das Vermissen lässt irgendwann ein bisschen nach. Aber sehr erfrischend. Momentan schmeckt alles irgendwie nur noch bitter. Es liegt aber nicht am Tee. Es liegt daran, dass du nicht hier bist, um ihn mit mir zu teilen. Oh, du solltest die neue Region sehen, Hutch. Furchteinflößend, aber wunderschön. So viele Flechten und Moose. Eins hat eine ganz besondere Zellstruktur. Liegt vielleicht am schlechten Licht hier. Meine Arbeit ist alles, was ich habe. Aus irgendeinem Grund bin ich noch hier, aber du nicht. Ich schulde dir einfach, dass meine Arbeit Sinn macht. Es darf nicht sinnlos sein. Sonst frage ich mich die ganze Zeit, warum. Und für diese Frage habe ich keine Hypothese. Das war's für heute. Bis morgen, alter Freund. Wir brauchen Beobachtungsposten. Ich war gerade etwas verwirrt, warum dieses Audioprotokoll automatisch abgespielt wurde, wenn das alle anderen ja nicht werden. Oder die meisten anderen es nicht werden. Und stimmt, der Hutch, der ist ja leider bei dem Überfall der RDA gestorben. Finde ich irgendwie sehr süß, dass der Alex da noch Audiologs für ihn macht, auch wenn er sie nie hören wird, aber naja. NASA wird nie aufhören. Naja, Trauerbewältigung, Traumaverarbeitung. Wenn es hilft, soll er es tun. Da ist Anufi, hier haben wir noch einen Audiolog. Ich sollte mir mehr Auszeiten nehmen. Aber die Luft draußen, die Düfte, die Freiheit, halte es drin nicht aus. Den Kindern geht es genauso. Das erste Mal draußen muss überwältigend gewesen sein. All die Schönheit und so viele Gefahren. Daylan hat sich noch nicht daran gewöhnt. Ich glaube, er mag es hier. So viele Spielereien. Rinella stellt immer die richtigen Fragen. Sie wird einmal eine Anführerin sein. Und Nor sieht so selbstsicher aus. Glüht von innen. Nicht mehr der launische Teenager. Ich denke, es geht ihnen gut. Sie lernen, sie entwickeln sich. Dank uns. Es war die richtige Wahl. Ich glaube, das war ein Audiolog von früher. Als die Kinder quasi zur RDA gekommen sind und nicht jetzt, wo sie wieder frei waren oder sind, weil es war definitiv nicht die richtige Entscheidung, die Kinder zu entführen, einen ganzen Clan deswegen auszurotten. Das war definitiv nicht die richtige Entscheidung. Definitiv nicht. So. Jetzt sprechen wir aber hier erstmal mit Anufi. Ah, das Fett. So schön dick und weich. Eine Heilsalbe, die Verbrennungen lindert. Sanft, aber wirkungsvoll. Raumwanderer, ich kenne dich. Du brachtest Himmelsmenschen und nahmst unsere Kinder. Ich sah dich in Mukasas Erinnerungen. Er hat euch zu den Sarentu geleitet, um sie zu töten. Nein, nicht um sie zu töten. Alma, du warst da? Brachtest Mercer zu uns? Mercers Schule. Das Telos-Programm. Es sollte Leben retten. Navi und Menschen. Ich wollte nur helfen. Du hast unser Leben gestohlen. So wie alles andere auch. Ich wollte sie stoppen. Ich... Nein! Weg von mir! Lass es bluten! Werde nicht zu dem, was du hast, Nor. Hör zu! Es muss sterben! Lass sie sprechen! Warum? Sie ist schuld an allem Leid, an jedem gebrochenen Knochen. Hat unsere Familien getötet. Aha, nie! Ich wollte nie töten. Dann erklär dich! Wir wissen es!
Das wolltest du, oder? Rache an den Menschen! Rache? Das ist keine Rache. Du kannst nicht klar denken. Wo soll das enden? Das sind unsere Verbündeten. Sollen alle sterben. Du musst die Wahrheit sehen. Bitte. Der Kreis der Ahnen kennt die Vergangenheit. Gehe mit Awa durch die Erinnerungen, bevor es zu spät für dich ist. Ich habe alles gesehen. Gut. Es ist endlich Zeit für die Wahrheit. Ich bin bereit. So düster. Erinnerungen, die ich vor langem weggesperrt habe. Vor mir selbst. Vor dir. Meine Schuld. Es ist eine Schande für mich. Aber ich muss die Wahrheit sagen. Endlich. Wir sind jetzt also in Almas Erinnerungen, während sie wahrscheinlich gerade im Sterben liegt. Und nach allem, was wir ja eigentlich schon wissen, hatte sie nie böse Absichten. Sie wollte eigentlich immer nur den, ich nenne es mal den Kulturaustausch. Ich erinnere mich. Ja. Es war aufregend, endlich die Sarantu zu treffen. Ich sagte mir, dass wir etwas Gutes taten. Doch es endete anders. Ja, es endete mit dem Tod der Sarantu. Zumindest mit dem Tod der meisten, bis auf einige Kinder. Und auch davon haben nicht alle überlebt. Hilf mir! Entzünde die Signalfeuer für meine Erinnerung. Signalfeuer entzünden für die Erinnerung? Ui. Okay. Das hier ist, glaube ich, das, wo wir schon waren, das letzte Lager des Sarantu, aus dem wir damals entführt wurden. Wie soll ich hier das Signalfeuer entzünden? Das Ding da! Okay. Sagte, dass ich hier die Sarantu finde. Aber... Hey, jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir wollen doch nur reden. Brauchen wir so viele Soldaten? Das ist unsere letzte Chance. Sie verstehen einfach nicht, was wir für ihre Kinder tun können. Es geht um die Kinder. Exakt. Wir können viel erreichen. Endlich. Hier war es früher so schön. Und dann kamen wir. Ja, wirklich sehr schön. Und wie gesagt, Alma wollte ja immer nur helfen. So, die Motive waren nicht schlecht. Die Ausführung war halt jetzt nicht die beste. Leider. Aber ich glaube, sie konnte sich auch nicht vorstellen, wie das alles enden sollte. Dass es so hätte enden können. Keine Ahnung, ob es dafür irgendwelche Anzeichen gab oder nicht. Aus meiner Vergangenheit.
Schatten. Ich sehe sie. Ich auch. So viel Leid. Ich brauche mehr Licht. Dann suchen wir ihr doch noch etwas mehr Licht. Da ist das nächste Feuer. Ich schätze, jetzt sehen wir gleich den Angriff. Nein! Lass mich mit ihnen reden! Was tust du denn? Lass sie nicht weg! Im Wald finden wir sie nie! Wärme alle vor! Wärme alle vor! Panik! Keiner darf raus! Ich gab immer vor, nichts zu wissen. Das war eine Lüge. Ich wollte Ruhm. Anerkennung. Um jeden Preis. Unser Traum wurde unsere Schande. Ruhm und Anerkennung kamen bei ihr jetzt irgendwie bisher nicht so durch, finde ich. Nein. Ahari. Ich musste mich auf euch konzentrieren. Die Kinder. Euch beschützen. Jetzt weiß ich, dass ihr vor uns Schutz brauchtet. Oh wir Gott. Die Schule. Das Programm. Also stahlen wir euch. Euer Clan war im Weg. Also töteten wir sie. Selbst dieser Tod wird mich nicht von dem Verbrechen entlasten, das wir hier begingen. Oh, und das scheint unsere Schwester zu sein, die nicht mehr lebt. Leider. Die Na'vi werden uns nie vergeben. Nie. Sie werden es nie erfahren. Hier, nimm das. Keine Sorge, Kleine. Ich beschütze dich. Ich war dort, als die Sarentu hereinkam. Begraben wir sie. Es. Begraben wir es. Ich nehme es. Oh Gott. Abgeschlossen, Enthüllungen. Jetzt kennen wir die Wahrheit. Zumindest darin, wie unser Clan wirklich gestorben ist, was Almas Rolle dabei war
Und ich frage mich, was jetzt noch kommt. Also wir sollen sie begraben und die anderen Bösewichte greifen uns bestimmt noch an. Wenn nicht sogar dabei, man weiß es nicht. Ich würde aber sagen, das erfahren wir erst in der nächsten Folge. Und sie wollte Anufi sehen. Ich bin jedenfalls sehr gespannt, was da noch kommt. Ob es noch mehr zu erfahren gibt oder nicht, ob das jetzt die ganze Wahrheit war. Ich weiß es nicht. Und im Endeffekt, Alma lebt ja noch. Seismische Aktivitäten. Beben. Mitten auf der Höhenprärie. Beben? Das wird die Sackcrew sehr verstören. Ich befürchte, das hat was mit Mercers Daten zu tun, die von der großen Förderanlage stammen, die ich beim Bombardement verloren habe. Anka glaubt, dass sie die Ursache entdeckt hat. Kannst du dich mit ihr treffen? Sie antwortet nicht auf Funksprüche? Das ist ein Fluxgebiet voller Funkstörungen. Kein Grund zur Sorge. Sie ist ein Fliegerass. Aber irgendwas stimmt nicht, verstehst du? Hier ist alles so seltsam. Nor und Halan sind weg und Cortez ist auch nicht mehr dieselbe seit... Du weißt schon. Sorg dich nicht. Ich werde Anka finden. Okay, wir müssen Anka suchen. Da ist unsere Folgequest. Und ich wollte gerade sagen, Alma lebt ja noch. Der Mensch Alma. Nur ihr Navi-Körper, ihr Avatar wurde jetzt zerstört. Wir haben sie ja noch gehört. Ich bin gespannt, ob wir sie auch nochmal wiedersehen. Ich tendiere zu ja. Und ich bin gespannt, was der Rest ihrer Rolle noch sein wird. Auf jeden Fall beenden wir die Folge an dieser Stelle. Und schauen dann in der nächsten Folge weiter, was wir tun, ob wir direkt zur nächsten Hauptquest weiter eilen oder nochmal ein bisschen Ruhe einkehren lassen. Mal schauen. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ich war dort, tschüss. Als die Sarentur.